Hallöchen Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier in einem neuen Game, Spellbook Demon Slayers. Es ist noch in der Beta und es ist ein weiteres Survival-Ding. So wie Vampire Survivors, beziehungsweise was ich bisher gezockt habe hier auf dem Kanal, Soulstone Survivors oder Halls of Torment. Und ich habe noch gar nichts dazu gesehen, auch im Summer Sale. Wurde es vorgeschlagen, sah interessant aus. Gute Reviews. Mal rein. Schon was uns erwartet. Achievements sagt hier 106, auf Steam gab es 100. Weil ich glaube, das ist bei Steam erstmal das Limit, bis hier irgendwelche Milestones müssen. Mal schauen. Spellbook Companion. So, ich verschiedene Starterwaffen, I guess. Haben wir nur das eine erstmal. Alle drei Level sammeln wir einen Schrein, die uns massiv buffen. Und dann der aktuellste Buff, der läuft niemals ab. Wenn wir Level 50 mit Tammy erreichen, haben wir eine andere Fähigkeit. Lass mal das. Was war da noch? Dynamo. Shoot piercing electric orbs to your sides. Projectile sizes affected by critical chance. Also durchdringende elektrische Orbs schießen wir und die sind größer, je mehr wir, je höher unsere Crit-Chance ist. Wir haben auch von sich aus schon 13% Crit-Chance-Bonus am Anfang. Und ich vermute mal 13% für alles, auch 13% mehr Buff-Effekte, stärkere und 30% längere Buff-Dauer. Okay. Erstmal alles ganz nice. Das sieht aus wie die Area, in der wir kämpfen. Library Courtyard haben wir erstmal nur 13 Minuten. Also, Timer sein wie bei Vampire Survivors. Man nach X am Anfang ja 30 Minuten in der ersten Map. Naja, das Ende erreicht, blöd gesagt. 13 Minuten klingt ziemlich entspannt. Was auch immer die Stats rechts bedeuten. Plus was auch immer. Okay, ich habe die Controls. Keine Ahnung. Schießen wir automatisch. Die Musik geht wieder. Anscheinend kann ich nicht zielen. Schießt einfach einmal zur Seite. Fancy. Shield Armor. Okay. Blade Whirl. Kriegen wir irgendwelche Schilde, die um uns rum kreisen. Und wenn wir Dämonen killen, dann schießen die Kugeln. Und je mehr Armor wir haben, desto mehr Kugeln schießen die Schild. Ah, das ist ein Zielskill. Okay. Da schießen wir Hurricanes am Ende in die Richtung, die wir zielen. Und die Schurken sind actually Bumeränge, die durch Gegner durchfliegen und alle treffen. Und Chains werden zu extra Projektilen. Chains, wahrscheinlich Ketteneffekte.
Alright, steht hier rechts. Projectile bounds to nearby demons, traveling half their original distance again. Projectiles must finish piercing before they can chain. Ah, okay. Normalerweise würden wahrscheinlich Chain-Sachen, wie es da steht, zu Gegnern homen danach für ihre halbe Distanz nochmal. Aber die Blade Worlds schießen anscheinend einfach extra neue Projektile stattdessen, weil die ja immer wieder zurückfliegen zum Startpunkt. Okay, interessant. Base Damage geht hoch, Dynamo. Spell Level 2. Okay. Expels Damaging Blood nearby. Extra Projectiles also add repeat casts. Base Damage is increased by your regeneration. Okay. Da lassen wir einfach Blutpuddles unten auf dem Boden, Blutpfützen. Wenn wir mehr Projektile davon kriegen, dann casten wir das halt neu. Bis mehr Puddles auf dem Boden sind letztendlich, I guess. Und je mehr Lebensregeneration wir haben, desto mehr Schaden macht das Ganze. Klingt alles erstmal ganz cool. Wir nehmen mal die Blade Boys rein, weil das Aim Spell. Aha, so jetzt haben wir Aiming Types. Auto Aim. Wir können Richtung Fuß gucken oder normal Twin Stick Shooter like. Und das nehmen wir natürlich. Wir aimen das schon selber mit dem Stick. Ihr könnt gerne in die Comments schreiben, ob ich euch hier zu lange alles vorlese und erkläre oder ob ich das einmal ein bisschen smoother machen soll. Einfach nur kurz sagen, was ich nehme. Der Grund, warum ich hier Dinge erstmal nehme, ist einfach nur reines Interesse, also was cool klingt, nehme ich. Man muss alles mal durchprobieren bei den Spielen erstmal. So, Blade World, schießen wir ein Projektil mehr. Storm Throne, create a teleporting area that strikes demons with lightning bolts. Stand in the area to call extra lightning. And gain 15% critical damage. Stacked mit mehreren, okay, die Areas stacken. Okay, da kommt irgendeine Zone und wenn wir da drin, die schießt die ganze Zeit Lichtblitze und wenn wir da drin stehen, schießt sie mehr Lichtblitze. Und wir kriegen 15% Crit Damage, wenn wir in der Area stehen. Wenn die überlappen, dann stackt sich das hoch. Und erstmal ganz fancy, aber auch ein bisschen stationär. Fire an Aim Piercing Tornado, that puts deadly 10 Spots. Okay, jetzt schießen wir einfach einen Tornado, der Tennisbälle verschließt. Und da haben wir die Blutpfütze. Wir nehmen den Tornado. Nimm mal den Tornado noch mit rein. Eine Kiste. Spell Power increased. Der Tornado change. Okay. Lifesteal Shrine, wait, what? Yeah, I guess die wurden completed, wo wir da drin stehen. Game ist recht laut. Ihr könnt gerne mal in die Comments schreiben, ob es euch zu laut ist, ob ich es leiser machen sollte. Ich werde es jetzt mal anpassen kurz. So, ich werde es so lassen erstmal. Und wenn es jetzt zu laut oder zu leise ist, schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Dann passe ich das an. Auto-Level-Up hätte ich gerne auch wieder aus. Das macht bei Soulstone Survivor sehr geil. Nervt so ein bisschen. Ah, by the way, immer schön hydrated bleiben. Ein Schluck trinken. Oder halt das Glas-Ex kurz. So.
Crit-Chance erhöhen, Cast-Speed, das wird schon geschlossen, Damage und größere Projektile und jene von 20% noch mehr Damage. Das klingt alles ja ganz witzig. Unsere Crit-Chance hat Projektile größer gemacht, glaube ich. Würde ich mal das sagen. Die ganze Zeit Angst vor den Tornados, das sind ja meine. Mir gefällt das. Das sieht alles sehr cool aus. Der Charakter hat natürlich komische Animationen, also man schießt ihn oder so. Man läuft einfach nur. Aber es sieht alles sehr fancy aus trotzdem. Der erste Eindruck ist jetzt schon ganz gut. Können wir es regnen lassen, das hat 40% Gegner einzufrieren. Können wir einen Feuerball verschießen, der den Boden anzündet. Und wenn es einen Gegner trifft, zündet es den auch an. Dämonen hinter uns werden geschreddert mit einem Blasenstaub. Schießen wahrscheinlich immer hinter uns, wie es klingt. Das finde ich immer ein bisschen wack. Ein Fan von. Nehmen wir Freeze. Ah ja, wir haben ja Dashes, stimmt. Ist doch nicht House of Trauma, ich laufe jetzt erstmal in die Gegner rein. Ist gestorben. Wir haben anscheinend beides bekommen. Ja, wir bekommen alles. Wow, okay. Unsere Tornados launchen 0,2 Sekunden schneller und hier mehr Projektile für das. Für den Regen. Eiszapfenregen, oder so. So, wir gehen weiter auf Crit-Chance. Gucken wir irgendwo sehen, wie viel wir haben. Oh, ist Achilles da hinten. Jetzt ist die Frage, wo ist Crit? Da links. Crit-Chance 44%. Alles klar. Ah, wir müssen Schaden machen. Dann. Okay. Temporär extra Movement Speed. Ah, und das ist immer okay, yes. Schreine kommen alle drei Level. Der letzte Buff von denen ist permanent, die anderen sind. So, die müssen wir ein paar Gegner töten. Lässt sich alles einfach einrichten. Lifesteal-Sensen, die wir diagonal verschließen. Mehr Damage für den Eiszapfenregen. Nur Eiszapfen nach vorne verschließen. Das ist der Feuerball wieder. Nehmen wir die Sensen mit rein. Und mal langsam sollten wir unsere Skills auch stärker machen, anstatt neue reinzunehmen. Okay. Sehr weirde Musik, sieht nach einer wilden Kiste aus.
Das Spawn. Die Gegner kriegen immer automatisch 33% Damage, wenn sie spawnen, aber wir können nicht mehr critten. Okay. Immer Bounty Hunter. Deutlich mehr Damage gegen Elite-Gegner. Oh Gott. Passiert jetzt nicht so viel hier gerade. Fokussen wir mal auf XP einsammeln. Base Damage, Base Damage. Spell Repeat im Mond. Aber jetzt doppelt gecastet, I guess. Ja, schießen wir mal. Doppelte Sensen. Das ist nice. Wir haben auch Lifesteal drauf, also. So, das ist ein guter Gegner, an dem machen wir dicken extra Damage. Vermute ich mal. Jedenfalls wird er ganz schön zerstört hier. Wir bekommen Base Damage. Kann ich ganz sagen, ob das jetzt. Ach, Dynamo ist Basic Spell. Ah, das ist was jetzt zur Seite fließt ins Gelbe. Okay, okay, ich hab der. Ist nicht der mit für alles, sondern nur für den. Gut, gibt Sinn. Den Dash muss ich mal umbelegen. Der ist bei einer schlechten Taste. Dann machen wir mal Projectile Amount von dem Whirl. Gun Mage Spell. Okay. Wie viel über Auto-Aim-Projektile, I guess. Mehr oder weniger Auto-Aim. Wait, ich kann nicht mehr zielen. Weird. What the fuck? Oh no, wie hat sich das gerade umgestellt? Jetzt schieße ich immer in die Richtung, in die ich gucke. What the fuck? What? Das sieht ein bisschen buggy aus, bin ich ehrlich. Ist natürlich Katastrophe, wenn ich das mittendrin umstelle. Der Aiming-Type ändert sich immer. Plötzlich sind beide Sticks zum Laufen, also natürlich wild. Hier den Crit-Chance rein. Jetzt muss ich kurz testen, ist das immer, wenn ich den rechten Trigger drücke. Wir kriegen mehr Projektile und mehr Damage, okay. Okay, die Trigger, da kann man den Aiming-Type mit ändern, okay, wow, das ist nicht mitgerechnet. Oh cool, muss man nicht in die Settings gehen für? Interessant, so Auto-Aim-Toggeln. Beziehungsweise Twin-Stick-Cooper-Töne. Direction. Okay. Level-Ups wieder rein. Okay, das ist interessant. Unsere Crit-Chance erhöht sich um bis zu 50%. Solange wir nicht getroffen werden. Wir kriegen 1% pro Step, pro 0,1 Sekunden. Also 10% pro Sekunde kriegen wir ran. Und wenn wir getroffen werden, resettet sich das. Das ist das
Im Ernst? Alle 0,1 Sekunden? Ja, also nach 5 Sekunden haben wir die 50% Stack. Gut. Okay. Ja, nehmen wir das rein. Und werden direkt getroffen. Blau. Was ist das jetzt? Umbral Ibrahim Emporium. Wir andere. Ist das eine Truhe gewesen? Oh, das replaced skills. Oh. Illegal upgrade, oder? Oh, wir können es ignorieren und XP kriegen. Wir können es neu rollen. Einen haben wir noch. Und was für immer Astral Flowers sind. Ah, wir haben hier oben rechts geht's. Wir können 3 gamblen und es haben 77% Chance, 7 zu bekommen. Okay, nicht. Unlucky. Skill issue. Die sind wahrscheinlich wichtig für permanente Upgrades, so sieht nichts aus. Sehen wir dann nach dem Run, I guess. Okay, die Crit-Chance aktualisiert sich immer, das ist gut. Dann sollten wir jetzt 100% sein. Ne, 86, oder? Ah, dann geht's um die 50% von unserer generellen Crit-Chance. Nicht um weitere 50% generell. Okay. Mana Recharge, wollen wir mal. Moment, können wir irgendwie was casten? Okay, ich gleich mal. Aber bisher alle Effekte, die ich gesehen habe, aktivieren sich eh. Dann machen wir die Sensen nochmal mehr. Es sieht nicht aus, als ob wir schon irgendwas haben, was Mana benutzt. Region Breaker. Und als ob der unsere Regeneration unterbricht. Oder er regeneriert sich. Weiß ich nicht. Kiste, wir kriegen Dynamo Base Damage. Ich werde später die Sounds ein bisschen leiser machen und die Musik ein bisschen lauter. Buff Duration plus 20% Energy Shield und Light Radius. Projektile sollen weiterfliegen. 20% ist gefehlt nicht so weit bisher. Brauchen wir Upgrades. Oh, der Schrein schießt, oh mein Gott. Okay, das wusste ich nicht. Unser Dash bricht schon mal keine Projektile. Level up. Experience gain und mehr Pickup Range ist gut. Also Pickup Range ist immer ein bisschen frustrierend am Anfang. Schaden. Aber man heilt sich auch ordentlich. Kriegen wir eine geile Kiste hier rein. Mehr Damage und Projektile Chain mehr.
Trinken nachfüllen. Nehmen wir wieder Projectile Range, denke ich mal. Oder jetzt nehmen wir mal Brutality, ein bisschen mehr Damage ranholen. Direkt noch ein Schrein. Deadly. Oder sind das die Effekte? I mean, ja klar, außen ist die Effekte, was braucht. Oh, hier unten sind wir stuck. Auch den Dash nicht vergessen. Dodge, das gefällt mir zu lesen. Dass wir können durch Gegner durchdashen, ohne Probleme. Zwei Kisten, okay, gehen wir rein. Cast Speed, ist alles geil. Und ja. Experience Gain, je früher desto besser. Projectile Amount und Base Damage. Und direkt nochmal von den beiden Skills geht's hier auf. Jawollo. Wolf Tornado. Schädige eingefrorenen Gegner, wenn sie sterben, explodieren und machen 7% von ihren Max HP Schaden. Und Tornado schießt 2 mehr Tennisbälle, nehmen wir das mal. Das ist bei Level 5, also entwickeln die sich. Mana Jammer. Mir bringen wir weniger Mana. Mana ist anscheinend auch nicht das zum Dashen, weil das geht genauso schnell. Oh, das ist nur, wenn er einen trifft. Der Schrein schießt schon wieder auf mich. Aber das war's. Movement Speed und Cast Speed, okay. Wir nehmen Range und Projektilgeschwindigkeit. Blade Wall wird dann sortiert durch der Kiste. Ist bisher ziemlich cool. Like. Ja, gut, das schon. Mal ihn weiter hoch. Monsoon. Smugglers Schrein. Was kommt jetzt? Projektilgeschwindigkeit geht auf Knockback mit drauf, dafür können sie nicht mehr piercen.
Okay, das kann mit Black Hole kombiniert. Spells bekommen Base Damage. Je mehr Knockback wir haben, und Knockback knockt nicht weg, sondern zieht die Gegner an einen ran. Das klingt ziemlich behindert. 100% von Mana Recharge geht auf Leben Recharge. Und den Blade Wall will ich nicht replacen, actually. Probieren wir mal Knockback. Geht das auch auf Bosse? Erzähl ich ein bisschen. Reduce, aber... Jetzt Level 20 sind wir jetzt, okay. Level 30 mussten wir werden, um irgendwas freizuschalten, ne? Mana Recharge, Experience Gain, Crit Chance. Weniger Armor, aber Projektilgeschwindigkeit, Reichweite und Crit Chance nehmen wir. Oh, wobei die Gegner so viele Lähmungen brauchen, ja. Damage. Ich hätte das Pierce nicht weggeben sollen, glaube ich. Das war doof. Das ist jetzt ein bisschen geruined. So, evolven wir mal den Hailstorm und nehmen die Kiste. Das Schreien ist instant voll. Cast Speed, naja, wir nehmen Damage mit rein. Obwohl hier haben wir das dann voll auf 4 von 4 dann. Den Damage. Einfach nicht bewegen, wird schon passen. Dynamo regelt. Der Schrein geht sofort wieder voll. Nächster Schrein. Entspannt, noch ein Schrein, zack. Oh, hier ist ein Boss. Ja, der castet doch irgendwas. Mein Triple Shot ist natürlich ein bisschen wack. Genau. Okay, da kommen eine Menge dicke Gegner. Monsoon Base Damage. Wir machen den, wir entwolven den Dynamo. Uiuiui, okay, der hat mir Half-Life gezogen direkt. Karten macht er. Ich bin in die Kugel reingesprungen, das war richtig schlau von mir. Aber Death Defiance war ein paar irgendwie drin. Warum auch immer. Haben wir extra Leben getriggert. Base Damage geht drauf. Ja, komm, machen wir den Dark Dynamo weiter. Speed. Oh, 13 Minuten haben wir überlebt, jetzt geht's der Slaughter los. Okay. Okay, jetzt können wir Endless Mode anmachen. Wir können Schreine beschwören. Achso, nee, warte. Alter, okay, das hier hat ein Ende. Das ist ein Endless Mode, wo immer Schreine kommen, die uns buffen. Und das ist ein Endless Mode, wo Elite-Gegner kommen, die uns stärker machen. Ich würde mal sagen, wir nehmen Time Challenge als erstes, dass wir hier ein Ende finden. Und schon haben wir 5 Buffs gleichzeitig jetzt. Got an Achievement. Damage.
Die haben eine Menge Leben. Aber aufschreien, das klingt gut. Gehen wir um Damage Buff. Ja, extra Damage und Knockback. Hält ist? Schreien. So, wir brauchen auf jeden Fall Damage. Critical Multiplier klingt dafür ganz gut. Wir haben ja eine Menge Crit. Schild. Statt Leben. Eieiei. Overload haben wir jetzt auf Level 10. Wir haben Achievement. So viele Schreien hat er. Boah, one-shotten uns fast schon hier. Experience gain, ja, nehmen wir Damage, I guess. Base Damage für Monsur, okay. Eine dicke Kiste. Drei permanente Schreinbuffs, was nicht Experience ist. Okay. Shotgun. Ja, Projektile. Wealthy. Will die XP? Ah, okay, wenn man den tötet, kriegen wir einen Magneten, okay. Interessant. Der Hund ist halt immer noch nicht tot, mein Gott. Wir nehmen den Damage wieder. Zwei Giants sind gespawnt. Also, ja, Gegner mit dem Giant Effekt, was auch immer. Verwecken wenigstens ganz gut. HP, wenn wir jemanden töten. Was aber alles ja komplett in Energy Shield reingeht. Wahrscheinlich auch nicht so nützlich, das zu nehmen. Smuggler's Shrine. Regen Breaker. So, was kriegen wir hier? Blade World will ich immer noch nicht ersetzen. Gegner sind 20% langsamer. Können overleveln.
Ah, wir können Overlevel. Okay, wir können einmal zwei Rewards auswählen beim Aufleveln. Okay. Ja, machen wir die Gegner mal langsamer. 20% klingt schon cool. Wir sind jetzt auch nicht so schnell gerade. Wir nehmen nochmal X. Ne, wir nehmen XP. Haben wir es gerade blauer bekommen. Aufpassen. Ja, die Pattern von den Kugeln sind besser. Halt. Super basic. Machen wir den Monster auf 10. Aber beziehungsweise sind, glaube ich, auf 9, wenn da eine 9 steht. Gar kein Achievement. Experience Shrine. Ich glaube, ich bin tot. Sehen wir gleich, was hier passiert danach. Prozent Chance auf dreifachen Schaden, 3% für jedes Level von dieser Aura. Okay, Galaxy Brain. Brutality weiter, nehmen wir mal Slipstream. Hat sich mein Modus gerade wieder geändert. Ich will natürlich hier nach unten cyclen. Das wird die Kiste. Darf mich jetzt nicht von diesem scheiß Gegner da drin treffen lassen. Weißt du, Prozent mehr iframe beim Dashen? Nehmen wir das. Mana Drammer. Der darf gerne wieder. Erben. Kiste nehmen wir. Monsun ist auf Level 10. Base Damage geht hoch. Da war es auch wieder ein Achievement. Der Freund hier one-shottet mich natürlich, wenn er mich treffen sollte. Die XP hier einsammeln. Crit Chance geht hoch. Weniger Armor. Oh. Okay, wenn wir es jetzt schaffen. Ich kann nicht treffen. Oh no, 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 no. Wenn wir es schaffen, einen Elite-Gegner zu töten, sterben alle Nicht-Elite-Gegner.
Armor fressen, dann gibt er mir keine Armor. Du brauchst da was zu fressen. Ah. Das sind jetzt die Elite-Gegner. Alle mittendrin. Wie die Losen vor allem. Der ist nicht tot. Bin ich gespannt, wenn das triggert. Jawoll! Okay. Spawn leider von allen Seiten neu. Das ist natürlich semi. Okay, witzig. Und so einiges an Damage befehlt am Ende. Frage mich natürlich, wo das Ende ist. Aber gut. Overlord und Monsoon haben am meisten Schaden gemacht und die anderen haben wir gar nicht so entwickelt, deswegen haben die nicht so viel gemacht. Okay. Obwohl Blade World auf Stufe 3 auch schon eine Menge gemacht hat. Den müssten wir mal nehmen und auch entwickeln. Hat noch nicht ganz alles verstanden, denke ich, aber nicht schlecht. Spear, neuer Charakter. Okay, immer dran denken, das Ganze ist ja noch Early Access, alles noch in der Beta hier. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Upgrades für die Flowers. Mutationen. Unbinding. Upgrades. Oh. Oh mein Gott. Okay, wie viel haben wir? 9. Minus 3 XD. Ah. Das hat Defiance hat man an sich schon automatisch. Das ist das, wir haben einmal werden wir wiederbelebt. Und ein Healing Shrine spawnt. Ah, okay, wir haben eine One-Shot-Protection, solange wir mehr als ein HP haben. Dann wäre es natürlich schlau gewesen, nicht die HP-Regeneration komplett wegzuwerfen. Okay. Haben wir länger Iframes, wenn wir in den Gegner reinlaufen. Das ist am Anfang alles ein Punkt nur. Ah, das besitzt 2-0. Rerolls mit rein, ich mag Rerolls. Plus 3 pro Punkt, also haben wir jetzt 6 Rerolls. Plus einen Free, denke ich mal, also 7. Okay. Bullet Heaven, ein Projektil mehr bei Level 7, 15, 30, 50 und 100.
Also bis zu 5 Projektile mehr am Ende auf alles, okay? Außerdem machen wir 20% mehr Damage und 20% mehr Reichweite und Geschwindigkeit. Wir starten mit Ghost Bullet. Feuert eine Kugel zu einem nahen Dämon. Zum nächsten, I guess. Und selbst wenn wir verfehlen, chaint der, okay. Klingt witzig. Und wir haben zwei neue Maps. Die beide 20 Minuten gehen. Der Text lässt nicht so viel sagen. Klingt beides so, als ob wir alle töten müssen. Aber. Also. Naja, es sind halt wahrscheinlich einfach zwei verschiedene Zonen. Mal gucken. Oh, wait. Adjust difficulty. Wir können ja. Oh. Aha. Ah, jetzt verstehe ich das recht. Okay, wenn wir 3 Punkte verteilen, dann heilen wir uns bei Level-Ups um 3%. Okay, da können wir uns Debuffs reinholen, die das Ganze schwerer machen. Dafür kriegen wir Buffs. Okay. Eigentlich immer Knockback-Resistance reinmachen. Lock Speed, ja, aber wir müssen wir noch nicht übertreiben am Anfang. Die Schreine gingen ganz gut, können wir einmal reinmachen, gibt 2 Mädelspunkte. Nehmen wir das mal mit rein. Die Gegner werden besser. Ihr Angriffspattern. Das heißt, der eine, der nur 3 Bullets jetzt schießt, macht wahrscheinlich deutlich mehr. Gucken wir uns das mal an. Die Gegner sollen noch mehr Bullets machen. Packen wir alles rein. Das wollen wir direkt angucken. Reroll, kriegen mehr XP. Gibt auch 2 Punkte, 15, haben wir mehr Buff-Effekte. Ja. Schauen wir mal, wie das läuft. Auf 18 machen wir das, dann haben wir einen Startspell noch um 1 höher. Die sind sehr Knockback-resistent. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, das speichert das. Ja. Für alles. Würde ich sagen. Wait. Ist das irgendwas? Wir können das Ganze viel schneller machen. Ist auch interessant. Okay, wir waren auf 110% anscheinend. Gehen wir mal auf 120 als nächstes. Hören wir mal, wir buffen hier direkt alles hoch. Na, ja, bleiben wir erstmal bei 110 und gucken, was hier die extra Pattern sind. Aber das soll es auch erstmal gewesen sein. Das ist der erste Eindruck gewesen. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Ich werde das erstmal weiterspielen. Und immer dran denken, es ist noch in der Beta.
Da kommt immer noch mehr dazu. Ich bin sehr gespannt. Aber wir haben ja auch noch einiges zu entdecken hier. Also, mal gucken. Das sieht cool aus. Ich denke, dem Spiel werde ich erstmal... Ja. Machen wir auch erstmal 2 Tage die Woche. Das heißt, an 2 Tagen die Woche lade ich ein Video hierzu hoch. Sprich, heute das und morgen das nächste. Ich denke, das klingt nach einem Plan. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kommentare, wie Anmerkungen habt, schreibt sie gerne unten rein. Ich lese alles, reagiere auf alles und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Noch einen schönen Abend, haut rein. Ciao, ciao.